Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, dadurch, dass wir hier, wir haben ja eigentlich unglaublich guten Startpunkt. Und es wirkt so ein bisschen, als würde man, weil hier kann man sicher auch noch viel abbauen, wisst ihr? Und es wirkt dann so, als könnte man dann, als sollte man quasi darüber gehen dann, wenn es brennt. Und sich da das Zeug holen, was man braucht, wenn man so weit zurückgedrängt wird. Also, ja, ich bin einfach so ein bisschen hin und her gerissen. Bin so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich, ich feiere es mega, dass wir so einen guten Startplatz haben, aber es macht mir auch ein bisschen Sorgen. Das ist die perfekte Anbaufläche. Du kannst jetzt hier oben mal so ein bisschen Kosmetik betreiben. Auch wenn ich es immer bereut habe, wenn ich Kosmetik betrieben habe. Der Priester, der macht doch hier seine Pilgerfahrt, oder? Wurde ja auch gesagt, dass man Schiffen eventuell sich den Gegner schnappen könnte. Das ist natürlich schon auch eine gute Möglichkeit. So, Kohle und Kohle, sehr gut. Kohle haben wir sehr viel, Kohle werden wir auch viel brauchen. Bauen wir den hier hin. Dann hat er hier eine schöne Reisfläche zum Anbauen. Das ist in der Nähe der Schwefelmine. Das ist dann eigentlich ganz gut. Wir werden den jetzt nicht ultra dringend brauchen, aber so, weiterer Fischzauber, sehr schön. Dich da unten vielleicht dann auch. Weil eine Weile wird Fisch noch unser Hauptnahrungsmittel sein. Ey, was ist das hier oben? Eisen. Das ist krass. Das ist eine krasse Fläche, die wir da drüben haben. Okay. Das gebe ich zu, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Was mir nicht gefällt, ist, dass er hier nicht abbaut. Das stört mich. Jetzt brauchen wir, achso, für den Eselzug brauchen wir auch Getreide, ne? Das ist heftig. Wir sollten uns überlegen, da drüben nochmal eine Art. Warte mal, warte mal. Mal auf. Wir bauen jetzt hier vorsorglich schon mal Wasserwerk hin. Dann bauen wir hier einen Förster hin. Und hier einfach noch einen Holzfäller. Und auf die Art haben wir quasi alles, was wir brauchen hier oben, weil das Sägewerk steht ja schon.
Das ist ja dann im Prinzip optimal. Fällst bitte mir noch die zwei Bäume weg, dann bist du eigentlich auch entlassen. Zwei. Kannst du uns... drei Sensen noch. Ah, da zieht er gleich einen dicken, fetten Rotmarsch raus. Das ist doch gut. So. Du. Nee, du. Gehst du bitte mal hier runter? Es ist gar nicht gut, dass wir so viel Zeit haben. Also wir haben im Prinzip wirklich viel zu viel Zeit. Was fehlt da? Was macht denn der? Bist du denn da? Der braucht schon eine Sense, oder? Oder? Scheiß drauf, nee, mach das mal weg. Na gut, dann geh da hoch, wenn es dir da besser gefällt. Dann bauen wir hier an, aber was ist mit dem? Warum macht der nichts? Oh Gott, das ist gar nicht gut. Es läuft eigentlich viel zu gut und trotzdem irgendwie auch ein bisschen komisch. Es wird irgendwann ein Koloss von Armee wird auf uns niederprasseln. Ein wirklicher Koloss von Armee wird kommen. Da bin ich mir sicher. So. Da sind sie. Okay, Freunde, Spaß ist vorbei. Let's go.
Wir waffen leuchten. Weil jetzt geht der Spaß los. So, ready when you are. Ab in den Süden. Ab in den Süden. Den Römern geben wir aufs Maul. Jo, was geht? Geben wir aufs Maul. Jo, was geht? Oh, kurzer Lag. Aufhören. Keine Lags. Please don't. So, einmal einnehmen bitte. Waffenschmiede arbeitet, oder? Ja, sehr schön. Einer drin, aber der konnte anscheinend da nicht arbeiten. Also, ich habe keinen blassen Dunst, warum, aber... So. Du wirst bitte erstmal hier frei machen. Dich reißen wir ab und gehst da rein. Okay, du baust da, du baust da. Dann brauchen wir... Den Süden sollen wir schützen, meinten sie. Dann machen wir das jetzt, oder? Ja, haltet euch mal wieder zurück mit der Autorekrutierung. Ich denke, wir haben da jetzt eine ganz stabile Armee. Diesmal waren wir besser vorbereitet als das letzte Mal, definitiv. So, er baut an. Sehr schön. Halt, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass du da drüben abholst. Bei dir wollte ich, dass du hier erstmal abholst. Du bist... Dieses Gebäude kann nicht besetzt werden. Es ist besetzt. Okay. Das sieht doch insgesamt nicht schlecht aus, oder? Da haben wir grundsätzlich... Ah. Dauert immer ein bisschen, bis die Ernte fertig ist, aber ansonsten... Sieht es doch ganz gut aus. Hätte ich jetzt einfach gesagt, oder? Aber wenn das da drüben, wenn das Gebiet erstmal fertig ist. Nee, nee, das ist der falsche. Wir brauchen da einen Holzfäller los. Wenn das da drüben erstmal fertig ist, dann wird es richtig nice. Oh, wir haben die fertig, okay. Es fehlt da irgendwas, oder? Oh, uns fehlt das Pulverhaus. Oh Gott, wie dumm. Thank you.
Ich habe kein Pulver ausgemacht. Oh, je. Okay. Ich weiß nicht, ob es geschickt ist, direkt beim Volk Gold zu lagern, aber wir machen's hin. Ich weiß nicht, wie klug das ist. Sind ja doch alle recht. So, jetzt können wir hier wieder warten. Dich können wir noch runterschicken, wenn du schon da bist. Ne, dann geh auch runter. Haben die von dir schon was genommen? Ich hab's, glaube ich, noch nie erlebt, dass so eine Mine mal aufgebraucht ist. Also so richtig aufgebraucht, wisst ihr? Das mit dem Pulverhaus habe ich ja komplett verratzt. Aber komplett. Geh du mal hier hoch und bleib da. Du bist quasi unser Notfallhaus. Will mit der Armee eigentlich sehr, sehr ungern angreifen. Besonders jetzt nicht kurz vor Ende. Was haben wir für eine Kampfkraft? 50%, gell? 40. Dann haben wir zwei Goldlager, damit erhöhen wir das. Dann hier geht es alles gut weiter, hier ist alles tutti. Hier haben wir das ist unser Reisbauer. Vielleicht doch erst den Bereich hier fällen. Das wäre mir noch lieber. Du kümmerst dich um den Bereich hier. Vielleicht sind es echt Schiffe, mit denen wir angreifen sollten. Vielleicht sind es wirklich Schiffe. Ich bin nicht zu 100% begeistert und auch nicht zu 100% überzeugt, aber... Ja, das haben wir jetzt nicht so schön geregelt, aber gut, das geht noch. Also einmal müssen wir sowieso Schiffe bauen, weil ich will schon mal die asiatischen Schiffe sehen. Also jetzt einfach mal davon aus, dass die NPCs keine Schiffe ausbilden und das will ich mir jetzt auch nicht entgehen lassen. Naja, gut, wir hatten auch schon mal ein Level, das viel einfacher war, obwohl es das Level danach war, gell? Also, ich bin immer noch... Ich bleib skeptisch. Ich bleib skeptisch, aber wahrscheinlich bis zum Sieg dieses Levels. Bis dahin werde ich skeptisch bleiben. Definitiv. Definitiv, aber jetzt ist auch dann gut. Wir haben uns echt eine... einwandfreie Ausgangsposition verschafft. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache?
baue tatsächlich eine Eselzucht hin. Okay, das sind andere. Es sind asiatische Piraten. Okay. Okay. Und jetzt machen wir was. Weil das ist nämlich gar nicht so uninteressant hier. Wir machen jetzt hier mal 1, 2, 3. So, das sollen die da hinbauen. Ansonsten, wir haben uns eine gute Verteidigung verschafft. Wir haben das Land hier richtig schön ausgenutzt, regelrecht. Ich denke, wir können so gut weitermachen. Wir werden jetzt den Teil der Insel hier noch frei machen. Ihn unterwerfen. Ihn uns zu Willen machen, regelrecht. Und dann werden wir möglicherweise tatsächlich mit Schiffen darüber setzen. Ich denke, dass wir das so machen. Ich würde ganz gern hier noch... Das ist dann schon arg eng. Theoretisch brauchen wir den aber auch gar nicht. Den können wir auch hier runterbringen. Ihr zwei, haltet euch ein bisschen zurück. Ich kann gar nicht aufhören. Wenn so ein Spiel gut läuft, dann will ich immer weitermachen. Dann will ich nicht aufhören. Das ist ja gerade super nervig. Jetzt komm, lass mich das noch schnell auswählen. 96%, ich glaube, es ändert sich nicht mehr. Gut, Freunde, es reicht. Finito. Ich freue mich mega aufs nächste Mal. Wir haben uns eine gute Ausgangssituation verschafft. Die Anspannung ist ein bisschen weg, aber ich bin auch skeptisch. Naja, mal schauen, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt bis dahin gesund, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.